Willkommen, willkommen zu The Mighty Quest for Epic Loot mit mir, Peter Bus von Creed.de und dem nächsten, nämlich Captain Clubbage, der nächste Boss. Und den werden wir uns hiermit anfangen. Und ich muss mal schauen, ob das hier, ja, das passt skilltechnisch. Sollten wir damit hinkommen? Und dann prügeln wir uns mal hier durch. Habe ich überhaupt noch Tränke? Shit. Nee. Sorry. Ohne Tränke machen wir das nicht. Oh wow, ich habe so viel Kram in meinem Inventar. Gerade hier schon mal den ganzen grauen Kram zumindest verkaufen. Damit werde ich nämlich mit Sicherheit nichts anfangen. Und den Rest sehe ich mir dann an. Wow, oh, da geht das Interface in die Knie. Oh, das ist so anstrengend. Sachen verkaufen. Geht gar nicht. Kann auch weg. So, okay. Was wollte ich? Tränke. Tränke. Low-Level-Tränke. Achso, die kann ja die nehmen. Davon habe ich noch welche, oder? Kriege ich die mal die? Warum werden die nicht nachgefüllt? Davon habe ich da auch noch welche. Ah, ne, hiervon habe ich keine. Ah. Kochen wir mal hiervon. Geht nicht. Schnell klicken ist nicht. So, jetzt nochmal. Captain Klavitsch. Auf geht's. Verstellig. Verstellig, sag ich euch. Das hier ist Schikane. Sonst nix. Wäre irgendwie mal interessant, ein komplettes Fallenschloss von den Entwicklern zu sehen. Aber ich glaube, dazu wird es niemals kommen. So, die sind nervig. Und die machen ganz schön viel Schaden, erstaunlicherweise. Unerfreulicherweise vor allen Dingen. Bad Dogs, perfekt zum Farmen. Stirbt mit einem Schlag, macht wahnsinnig viel EP. Also zumindest was NPC-Schlösser angeht. Ich nehme an, für normale Schlösser, also für normale Farmen lohnt es sich immer noch nicht. Ja. Huch. Okay. Wie funktioniert das hier? Keine Ahnung. Ich verstehe immer noch nicht genau, wie ich den Endpunkt da bestimme. Kein Plan. Das war gerade wieder eine Waffenfertigkeit. Oh, das nervt, wenn die von den Fallen umgeschmissen werden und die ganze Zeit da so Scheiße hin und her machen. Furchtbar. Ja, super cool. Prima. Hat mal wieder perfekt. Also, dieser Skill, ganz ehrlich, die Erklärung dafür, wie der funktioniert, ist so ein Bullshit. Ist es überhaupt im Tooltip drin? Mittlerweile. Schauen wir doch mal gerade. Nope. Steht nicht mal im Tooltip drin. Steht nur in den fucking Patch Notes drin. Ah, oh, zum Kotzen. Ich will doch nur den Boss zeigen. Ja, das ist auch das Tolle. Seit der Open Beta. Wie, du bist in einem NPC-Schloss gestorben. LOL, nochmal. Weiß nicht genau, was das alles soll. Keine Ahnung. Es gibt so viele Designentscheidungen in diesem Spiel, die ich noch nie verstanden habe. Niemals verstanden.
keine Ahnung, was das soll. Null. Das funktioniert ja gegen die nicht. Ich meine, das funktioniert gegen die. Unfähig. Ich sag jetzt gar nicht zu viel hier. Ernsthaft, ich will hier einfach nur durch. Ich will es hinter mich bringen. Komm schon. Natürlich funktioniert es nicht. Warum sollte es auch funktionieren? Wieso kam ich jetzt da raus? Ich verstehe das nicht. Und wieso rennen diese Pappnasen ungefähr 300 Kilometer weit weg? Also wer mich frusten möchte, möge sein Schloss mit diesen Kreaturen hier zustellen. Ah, das ist jetzt Shit. Keine Ahnung, warum ich da jetzt so durch die Gegend gefetzt bin und darüber. Ich schleife den jetzt mit. Ich habe keinen Bock, zurückzugehen hinter diese Kack. Also das ist ein Dreck, dass die blöden NPCs mit den Fallen nicht klarkommen. Ganz ehrlich. Also Monster, die raffen die Fallen gar nicht. Die hängen da für immer und ewig dran. Irgendwann werden sie einem nachgeportet. Aber das Problem ist, dass der jetzt auf Maximalrange nachgeportet wird, glaube ich. Und deshalb wird er eigentlich gar nicht nachgeportet, weil der an jeder Falle hinter mir gerade wieder hängen bleibt. Der spast. Jetzt warten wir noch kurz auf den Krüppel. So. Captain Klavitsch. Der hat im Grunde genommen nur zwei Zustände. Einmal den hier, wo er diesen Mist macht. Dann schmeißt er dieses Teil, womit er einen ranzieht. Und davon sollte man sich fernhalten. Das ist alles. Mehr gibt es bei dem Boss nicht zu beachten. Einfach weg sein, wenn er den Mist macht. Warten, bis der Mist vorbei ist. Ranziehen lassen könnt ihr euch schon, sobald er, sobald dieser Flammenwirbel rum ist. Ansonsten macht er nichts. Flammenwirbel macht wahnsinnig viel Schaden, deswegen weg davon. Ansonsten... Easy peasy, lemon squeezy. So, das hat jetzt nur so lange gedauert, weil ich einmal dran gestorben bin, dass diese blöde Fallengeschichte da vorne ist. Naja, gut. Was soll's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wem es gefallen hat, Like da lassen. Wer was zu sagen oder zu fragen hat, möge einen Kommentar da lassen. Wer es noch nicht getan hat, Abonnement. Go, go, go. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und macht's gut.